So, guten Morgen. Hier ist die Faschingsversion von Wojo. Ah ja, das ist gleich dicht. Wir machen heute Drehhaltungen. Es ist Faschingsdienstag. Jetzt wollte ich gerade sagen, Aschermittwoch, aber da wäre ich ja nicht im Kostüm da. Ne? So, und ich versuche heute wirklich ein bisschen in meinem Kostüm mitzumachen. Wenn es nimmer geht, schmeiß ich es weg. Okay. So, wie gesagt, Drehhaltungen. Mobilisiert die Wirbelsäule, mobilisiert übrigens auch den Darm. So, mache ich mal so, muss ich mich ziehen. Okay, wir stellen uns in die Berghaltung. Die Füße schließen. Geht das jetzt? Ja, ihr seht mich, ne? Seht ihr eh nicht, was meine Beine sind. So, Füße schön schließen. Oberschenkel, Popo und Bauch anspannen. Die Daumen nach außen, Schultern weg von den Ohren, das Kinn ein bisschen zurück und wir atmen tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Mit jedem Einatmen nehmen wir neue Energie auf und mit jedem Ausatmen lassen wir die verbrauchte Energie wieder raus. Die Augen langsam öffnen, die Arme ein bisschen lockern. So, jetzt stellt euch mal hin, die Beine schön auseinander, wie auch ein Cowboy steht, ne? Arme lang. So, jetzt wird es gleich ein Problem geben. Atmet tief ein. Mit dem Ausatmen zur rechten Zehenspitze. Einatmen, lang machen. Ausatmen zur linken Zehenspitze. Einatmen, lang machen. Jawohl. Versucht die Beine so weit wie es geht durchgestreckt zu lassen. Und schön mit der Atmung gehen. Einatmen lang, ausatmen tief. Schön lang und schön tief. Wenn ihr oben seid, anhalten die Füße jetzt wieder ganz zusammen. Und jetzt zieht euch mal ganz lang. Kommt auf die Zehenspitze hoch. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich sag's euch. Auf die Zehenspitze. Und schön lang machen wir mit rechts hoch. Mal mit links hoch. Jawohl, zieh dich ganz lang. Super. So, so schaut das Ganze von hinten aus, ne? Jawohl. Und langsam lösen. Arme ein bisschen lockern. So, nehmt bitte eure zwei Klopapierrollen. Wer Yoga-Blöcke hat, kann natürlich auch gerne diese nehmen. Huch, mein Pferd macht gerade einen Abgang. Muss ich immer wieder mal zumachen zwischendurch. So, wir legen uns die Klopapierrollen auf die Hände.
Streckt mal euer rechtes Bein zur Seite. Okay, Oberkörper so ein bisschen zur Seite neigen. Zehenspitze ranziehen. Und wir schwingen mit den Armen. Ja, so ein bisschen rechts, links im Wechsel. Einfach schwingen. Ihr seht es, das rechte Bein ist weg vom Boden. Linkes Bein steht auf dem Boden und ist ganz leicht gebeugt. Das seht ihr jetzt alles nicht so genau, aber ich erkläre es ja. Und wir machen das ja schon seit Jahren. Ja, Standbein immer leicht beugen und die Arme ganz kurz rechts, links im Wechsel hoch und tief. Super. Jawohl. Lass die Schulter unten, ja, ne, die Schulter hochziehen. Schön unten lassen. Und ganz gleichmäßig. Wunderbar. Okay, lass die Arme langsam runter. Geh mit dem rechten Bein nach hinten. Linke Hufe vorne aufstellen. Oberkörper nach vorne. Und ein bisschen dehnen. Vorderes Bein ist durchgestreckt. Zehenspitze wieder ranziehen. Rücken gerade. Und schön halten. Langsam lösen. So, das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Jetzt hängt es wieder mal kurz durch. Wir strecken das linke Bein zur Seite. Die Klopapierrollen liegen wieder auf den Händen. Und wir schwingen. Jawohl. Super. Schulter schön unten lassen. Bauch ein bisschen mit anspannen. Kurze Bewegung mit den Armen. Sehr schön. Wunderbar. Jawohl. Geht noch? Muss noch, ne? Wir schaffen das. Standbein ist mal wirklich so ein kleines bisschen gebeugt und die Arme ebenfalls. Bisschen schaffen wir noch. Und langsam lösen. So, euer rechtes Bein geht wieder nach vorne. Oberkörper ein bisschen nach vorne und schön dehnen. Sehr schön.
Spitze schön ranziehen. Lass den Rücken gerade. Und schön dehnen. Langsam lösen. So, die Füße ganz zusammen jetzt. Okay? Popo bleibt angespannt, der Bauch bleibt angespannt. So, wir behalten unsere Klopapierrollen. Die Arme nochmal zur Seite. Und jetzt versucht euch aus der Taille raus zu drehen, ja? Also das Unterteil bleibt ganz fix und wirklich nur hier aus der Taille raus drehen wir. Atme tief ein, mit dem Ausatmen nach rechts, einatmen zur Mitte, ausatmen nach links, einatmen zur Mitte. Schulter bleibt unten und schön aus der Taille rausdrehen. Super. Füße sind ganz zusammen, Oberkörper aufrecht. Und schön aus der Taille drehen. Lösen, leg mal eine Klopapierrolle weg. Die andere nimmt dann hier einfach so zwischen die Hände. Wichtig ist, eure Füße bleiben ganz zusammen, ja? Popo anspannen, Oberschenkel anspannen, macht die Arme lang. Atme wieder tief ein und mit dem Ausatmen neig dich ein bisschen nach rechts. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte. Ja, hier schön gerade bleiben. Und schön mit der Atmung gehen. Richtet euch nicht nach meinem Tempo, richtet euch nach eurem Tempo. Ausatmen, neigen, einatmen, hoch. Super. Thank you.
und langsam oben halten, die Arme wieder runter. So, die Klopapierrolle können wir mal auf Seite legen. So, die dürft auch zur Not schmeißen. Die ist ja nicht schwer. So, wir bleiben nochmal auf dem rechten Bein stehen und strecken das linke Bein zur Seite. Oberkörper ruhig auch so ein bisschen zur Seite. So, und das seht ihr jetzt nicht, aber ich erkläre es. Wir kreisen nur unseren Fuß, obwohl man sieht sogar, ne? Wirklich nur den Fuß kreisen. Oberkörper bleibt fest. Ja, Bauch spannen. Und wirklich nur den Fuß kreisen, nicht das ganze Bein. Beziehungsweise die Hufe. Ja, bei YouTube sieht man es nicht, aber jetzt nur den Fuß kreisen. Sehr schön. Lasst die Arme unten. Balanciert aus eurer Mitte aus. Wenn es gar nicht geht, nehmt die Arme ein bisschen zur Seite, aber versucht mal die Arme unten zu lassen. Sehr schön. Und wir wechseln die Richtung. Den Fuß in die andere Richtung schön kreisen. Jawohl. Bein stehen, rechtes Bein zur Seite und den Fuß wieder schön kreisen. Jawohl. Ah, mein Standbein tut schon ein bisschen weh. Ich hoffe, euers auch. Und die Richtung wechseln. Schön kreisen, jawohl. Wir mobilisieren hier so ein bisschen unsere Lymphen, die Venen. Ja, der Blutfluss wird reguliert. Die Lymphen werden aktiviert. Und langsam abstellen. Lass die Füße wieder ganz zusammen. Puppe und Bauch ist angespannt. Die Arme zur Seite. Und jetzt machen wir das Gleiche mit den Händen. Da können wir jetzt beide gleichzeitig machen. Das geht mit den Beinen schlecht. Ja, einfach die Hände so ein bisschen kreisen. Genau. Wo stört? Schön die Hände kreisen. Jawohl. Knackst es bei euch auch so? Und die Richtung auch hier mal wechseln. Super. Wunderbar. Knacks, knacks. Und dann schüttelt mal eure Hände einfach ein bisschen aus, ja? Hände ausschütteln, die Arme ein bisschen ausschütteln. Ganz locker. Als wären die Finger nur so Schnüre, die an euch dranhängen. Das sind gar keine,
gar keine Muskeln, nix. So, jetzt spitzen sie schön, wunderbar. Wir stellen uns, schauen wir mal, wie es geht, mit dem Oberkörper nach vorne. Jetzt kann ich so ein bisschen auf meinem Pferd ausruhen. So, wir strecken den rechten Arm, oder den linken Arm nach vorne, rechten Arm nach hinten. Zeig's doch, von hier ist, glaube ich, besser. Einer nach vorne, einer nach hinten. Rücken ist schön gerade, atme tief ein. Mit dem Ausatmen wechseln. Einatmen, wechseln. Ausatmen, wechseln. Einatmen, wechseln. Augen schön zum Boden. Versuch den Rücken schön gerade zu lassen. Und zieh die Arme ganz lang. Nimm die Hände mal auf die Oberschenkel, lass den Rücken gerade, atme tief ein, mit dem Ausatmen Rücken rund machen, einatmen gerade, ausatmen rund machen, einatmen gerade. Bleib gerade, die Arme jetzt zur Seite strecken, okay, und jetzt hier die Arme kurz kreisen, ja, schön nach hinten kreisen, Rücken bleibt gerade, wenn ihr Probleme mit dem Rücken habt, geht einfach ein bisschen nach oben, macht das Ganze oben, wenn es geht, bleibt vorne. Sehr schön. Jawohl. Und wir wechseln die Richtung. Super. Vier nach. Drei. Zwei. Und lass den Oberkörper hängen, die Arme ein bisschen ausbaumeln, ganz locker. Die Beine versucht mal durchgestreckt zu lassen und lasst euch einfach ausbaumeln. Schaut aus, als liege ich auf meinem Pferd, ne? So, und wir richten uns ganz langsam
Wirbel für Wirbel auf. Ziehen die Schultern nochmal nach hinten und schön kreisen. Super. Richtig schön große Kreise. So, jetzt testen wir mal, ob ich mit dem Pferd auch liegen kann. Ihr dürft euch hinlegen. Ich mache mal hier ein bisschen runter. So. Schwuppdiwupp. Achtung. Okay, ich glaube, ich mache den jetzt weg, weil ich liege sonst auf mein Gebläse. Und das tut weder mir noch dem Gebläse gut. So, Haare sind nicht gesteilt, egal. Okay, ihr dürft euch schon mal hinlegen. So schaut es drunter aus. So, die Beine anwinkeln. Und zwar achtet mal drauf, dass er zwischen Bauch und Oberschenkel und in der Kniekehle einen rechten Winkel hat. Die Arme zur Seite strecken, die Handinnenflächen liegen am Boden. Die Fußinnenkanten sind zusammen, ja? Wir atmen tief ein, mit dem Ausatmen beide Knie nach rechts. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte. Schön mit der Atmung gehen. Wenn die Knie auf der rechten Seite liegen, anhalten, die Beine ablegen. Nehmt die Hände hinter den Kopf, Augen zeigen zur Decke. Wir atmen wieder tief ein und mit dem Ausatmen Oberkörper anheben. So, und bei der Übung ausnahmsweise durch den Mund ausatmen.
auf die andere Seite. Und das gleiche weiter. Schön mit dem Ausatmen hoch. Einatmen, senken. Langsam ablegen. So, bleibt einfach mal auf dem Rücken liegen. Legt euer rechtes Bein am Boden ab, linkes Bein anwinkeln. Die Arme wieder zur Seite strecken und jetzt legt ihr euer linkes Bein auf der rechten Seite ab. Ja, dreht die Hüfte ruhig mit. Versucht das Bein am Boden abzulegen. Augen schauen zur Decke. Und schön halten. Locker weiteratmen. Wieder langsam zurück. Die Beine wechseln. Wie geht da auf dem Pferd? Anderes Bein anwinkeln. Zur Seite drehen. Und schön halten. Langsam lösen, komm wieder zur Mitte. So, wer einen Gurt in Reichweite hat, meiner lag irgendwo unterm Pferd. So, der nimmt sein Gurt, macht ihn bitte um den rechten Fuß. Haltet euch mal so fest, wie wenn ihr die Zügel hättet. Das ist quasi mein Fuß, mein Pferd. So, das freie Bein legt er am Boden ab.
und versucht mal das gestreckt, also das nach oben zeigende Bein, so weit wie es geht ranzuziehen, dass die Oberschenkelrückseite gedehnt ist, ja? Und schön halten. Ach. Und wenn er merkt, die Dehnung lässt nach oder das Ziehen lässt nach, dann zieht noch ein bisschen weiter hinter. Das Bein muss nicht durchgestreckt sein, ja? Es soll einfach nur hier ziehen. Locker lassen, die Beine wechseln und schön dehnen. Die Seite. So, wenn ihr euer rechtes Bein oben habt, dann nehmt ihr jetzt bitte den linken Arm, haltet mit der linken Hand den Gurt fest, rechten Arm zur Seite und dann zieht ihr das Bein so ein bisschen nach links. Ja, wer das linke Bein hat, zieht nach rechts. Wer das rechte Bein hat, zieht nach links, aber versucht die Hüfte am Boden zu lassen, ja? Nicht hier mit umkippen, lass die Hüfte am Boden und schön halten. Langsam lösen. So, wechselt nochmal die Beine. Wenn das linke Bein oben ist, wieder die rechte Hand nehmen, linke Hand zur Seite. Und wir ziehen das Bein über die Mitte nach rechts. Und schön halten. Thank you.
Langsam lösen, Sonne, ich bin gut mal weg. Holt wieder ein bisschen Schwung, setzt euch nochmal hin. So, gut. So, bleibt schön sitzen. Legt eure rechte Hand auf die linke Schulter, fasst den Ellenbogen und zieht den Arm schön nach hinten. Der Arm ist angewinkelt. Rücken schön gerade und schön nach hinten ziehen. Locker lassen. Das gleiche mit der anderen Seite. Arm bleibt wieder angewinkelt und schön nach hinten ziehen. Rücken schön gerade. Und langsam lösen. So, die Arme ein bisschen lockern. Ihr habt jetzt eh euren Gurt in der Nähe. Den brauchen wir jetzt für die Drehhaltung, denke ich mal. Also nicht jeder braucht ihn, aber wenn die Arme zu kurz sind, dann brauchen wir den. So, wir strecken, jetzt muss ich wieder umdenken, unser linkes Bein nach vorne. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich habe heute eine kleine Blockade, Leute. Ah ja, genau, so machen wir es. Wir strecken das rechte Bein nach vorne, linkes Bein ist angewinkelt. Mit dem Arm um das Knie rum, die Hände hinten zusammen, Zehenspitze zeigt zur Decke und wir drehen den Kopf über die rechte Schulter nach hinten. Rücken schön gerade und schön halten. Klingelt es, aber ich kann nicht hin. Wer ist es denn? Das wird die Post sein. Langsam lösen. Das gleiche mit der anderen Seite. Den Arm wieder um das Knie. Anderen Arm hinten rum. Jetzt habe ich ganz vergessen zu erklären vor lauter Klingeln. Wenn die Arme zu kurz sind, nehmt ihr den Gurt als Verlängerung. Aber das kennt ihr ja mittlerweile, glaube ich, alle. Ansonsten, wenn es von den Händen her passt, die Hände zusammen. Kopf jetzt über die linke Schulter nach hinten. Und schön dehnen.
einatmen, mit dem Ausatmen langsam lösen. So, dann bleibt mal sitzen, macht mal eure Fußsohlen zusammen, haltet euch an den Zehenspitzen fest und zieht die Nase so weit ihr könnt zu den Fersen. Also die Nase muss nicht bei den Fersen sein, ja, einfach so weit wie es geht. Und schön halten. Langsam lösen. Wir bleiben noch mal im Schneidersitz. Nehmt die Hände mal vor der Brust zusammen. Ellenbogen in Schulterhöhe. Schulter bleibt aber tief. Atme tief ein. Dreh dich mit dem Ausatmen nach rechts und versuch hier zu halten. Locker weiteratmen. Wieder zur Mitte, atmen noch mal tief ein und mit dem Ausatmen drehen wir uns nach links. Atme tief ein, mit dem Ausatmen komm langsam zur Mitte, atme nochmal ein, mach dich ganz lang und mit dem Ausatmen Arme seitlich runter. In der Mitte nochmal hochkommen, einatmen, mach dich ganz lang, ausatmen, seitlich runter. Ein letztes Mal ganz lang. Und ausatmen, runter. Komm in die Namaste-Haltung. Jeder Tag ist ein besonderer Tag. Namaste. Und ich bedanke mich fürs Mitmachen. Schön, dass ihr dabei wart. So, jetzt mache ich hier mal Musik aus. Komm noch mal nach vorne. Wer noch mal sich laut machen will, darf sich noch mal laut machen. YouTube sage ich schon mal Tschüss und danke fürs Mitmachen.